Hallo YouTube und herzlich willkommen bei eurem Schnacker und ich habe eine kurze Information für euch, heute mal ohne Gameplay, aber ich habe eine richtig, richtig coole Information für euch, denn vom 1. August 2014 bis zum 3. August 2014 bekommt ihr in GTA Online doppelt RP-Punkte für alle Aktivitäten, für Missionen, für ein Team Deathmatch, für Last Team Standing, einfach alles. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen am Wochenende. Wie gesagt, startet am 1. August 2014 und geht bis zum 3. August 2014, also das gesamte Wochenende lang. Und es ist auch eure letzte Möglichkeit in der Zeit, das Independence DLC abzustauben, wie zum Beispiel den Monster Truck, die ganzen Klamotten, den Feuerwerks-Raketenwerfer oder das Motorrad oder die Muskete und so weiter. Letzte Möglichkeit, das Ganze zu kaufen, danach ist es nicht mehr verfügbar, es bleibt aber verfügbar, wenn ihr euch das einmal gekauft habt. Soweit so gut, das war die Information, ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, viel Spaß mit GTA Online, ich sage Servus und Tschüss, bis dann, euer Schnacker.